Leute, seid gegrüßt zum neuen Video. Wie ihr seht, habe ich hier zwei 3D-Drucker für euch aufgebaut. Ich hatte das Video auch schon vor kurzem angekündigt. Heute geht es um den Vergleich zwischen dem neuen Longer 3D-Drucker, den LK4X, und dem Longer 3D-Drucker LK5 Pro. Was da die Unterschiede sind und was ihr damit für Ergebnisse erzielen könnt, erzähle ich euch direkt nach dem Intro. Vor kurzem hatte ich euch ja das Video zum LK5X hier einmal reingepostet. Wer es noch nicht gesehen hat, ist es unten in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich gab es vor ein bisschen geraumer Zeit, schon ein bisschen länger her, ein Video, ein detailliertes Video zum LK5 Pro. Das sind somit die beiden Flaggschiffe derzeit, die es von Longer 3D ansonsten so gibt. Ich habe euch ja auch schon einen Laser vorgestellt. Ihr findet einiges unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Schauen wir uns jetzt mal an, was die beiden auseinanderhält, beziehungsweise was die großen Unterschiede sind. Ich zoome mal hier so ein bisschen hoch und ihr seht schon, von der Größe her kann man auf jeden Fall schon mal sagen, da ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Der LK5 zum Beispiel, oder LK5 Pro, druckt 30x30x40 cm Modelle und der kleinere LK4X druckt nur 22x22x25 cm, ist in den meisten Fällen auch ausreichend und spart natürlich dann Energie. Denn wenn ihr euch hier einmal vorstellt, dieses Druckbett muss beheizt werden in der vollen Fläche, das ist natürlich bei diesem dann deutlich teurer. Auch die Druckbetten unterscheiden sich. Wir haben hier einmal Tempered Glass bei dem großen, oder Keramikoberfläche vielmehr, und hier haben wir eine PIE-Oberfläche. Die Vorteile von PIE-Oberflächen habe ich euch schon in einem gesonderten Video einmal gezeigt. Könnt ihr euch bei Gelegenheit dann auch nochmal reinziehen, ist auch unten verlinkt. Und ansonsten, wie gesagt, beide Oberflächen sind abnehmbar. Hier wird das Ganze mit Spangen gemacht. Hier ist das Ganze dann magnetisch gelöst. Ist ein bisschen einfacher, vor allen Dingen, wenn sich da mal irgendetwas nicht lösen sollte. Beide Drucker haben eine Geschwindigkeit von maximal 180 mm pro Sekunde und eine Auflösung von 0,1 bis 0,4 mm. Und ansonsten haben wir hier in der Aufhängung noch ein bisschen was anderes. Wir haben nämlich hier einmal den Filamenthalter einmal außen links angebracht und bei dem kleinen Modell dann oben. Hier haben wir auch noch einen Sensor, einen Run-Out-of-Filament-Sensor, der uns dann verrät oder der den Drucker dann zum Halten bewegt, wenn das Filament irgendwie abreißt oder zu Ende geht. Das ist hier an diesem Drucker nicht der Fall, kann man natürlich irgendwie auch nachrüsten, aber grundsätzlich unterscheidet sich hier auch die Extruder-Aufhängung. Das heißt, wir haben hier einen separaten Extruder und dann geht das Ganze hier über einen Baudenzug oder ein Baudensystem. Geht das Ganze dann hier in das Hotend hinein und hier haben wir einen Direct Extruder, das heißt, das Filament geht direkt hier ins Hotend hinein und der Extruder ist da inkludiert. Wir haben bei dem kleinen hier ein Auto-Leveling-Kit mit dabei, das heißt, der levelt sich automatisch. Das ist bei dem großen nicht der Fall, könnt ihr aber da optional auch mit dazu bestellen bzw. nachrüsten. Grundsätzlich können beide dann auch manuell gelevelt werden, das ist natürlich ein super Vorteil und ist nicht mehr wirklich Standard. Beide Drucker verfügen über ein Display, ein Touch-Display. Hier seht ihr das in Betrieb. Und darüber können dann alle Druckerfunktionen bequem gesteuert werden. Wir haben hier an der Vorderseite einmal einen USB-Anschluss und einen Card-Slot. Bei dem großen ist das hier an der Seite hinten unter der Rolle untergebracht. Grundsätzlich funktioniert das natürlich dann auch irgendwo gleich. Ja, beide Drucker arbeiten mit den ähnlichen Temperaturen. Maximal 100 Grad können die Hotbeds, also die Druckbetten, hier erreichen und maximal 250 Grad können die Düsen erreichen. Damit könnt ihr die meisten Materialien dann auch drucken. Beim Großen steht jetzt nicht mit dabei, dass der zum Beispiel dieses neue Wood PLA auch drucken könnte. Habe ich damit allerdings auch schon gedruckt und bei dem wird speziell nochmal mit ausgewiesen. Also ist auch kein Problem, das damit dann zu drucken. Ich habe wirklich mit dem Großen schon sehr, sehr viel gedruckt, weil der Drucker einfach out of the box funktioniert. Ihr baut den auf, ihr levelt den einmal und der druckt und druckt und druckt und macht eigentlich bisher, zumindest bei mir, war das so, keine Fehler. Mit dem Kleinen ist es mir jetzt ähnlich ergangen. Das, was ich damit ausgedruckt habe, hat problemlos und
und anstandslos funktioniert. Ich musste nichts nachleveln oder irgendwas noch einstellen oder mich ärgern, dass irgendwas abgerissen ist oder sonst was. Also da hat Longa wirklich die Nase, teilweise sogar vor den großen Unternehmen oder vor den großen Herstellern, dann die Nase vorn. Ja, der Kleine ist natürlich ein bisschen sparsamer, hatte ich schon gesagt, im Energieverbrauch maximal 320 Watt werden hier abgerufen und der Große liegt bei 350 Watt im Maximum. Und ansonsten von der Baugröße seht ihr, braucht ihr für den Großen natürlich deutlich mehr Platz, nämlich 66 x 59 x ungefähr 20 cm und beim Kleinen 54 x 52,5 x 26,5 cm. Ja, ansonsten sind die beiden sehr, sehr schnell, wobei der Große derzeit nur über ein 8-Bit Open Source und Silent Motherboard verfügt. Der ist also grundsätzlich in der Rechenleistung etwas langsamer. Beim Kleinen ist schon ein 32-Bit Board mit verbaut und beide laufen wirklich sehr, sehr ruhig. Um das beim Großen dann zu gewährleisten, seht ihr, habt ihr hier noch so eine Verstrebung mit nach vorne. Das heißt, das wird hier mit dem Gehäuse nochmal verschraubt und bildet dann natürlich hier noch eine extra, naja, Stabilisierung, so dass dieser Turm, Portal sagt man auch, sich dann nicht großartig bewegt, gerade wenn es dann in die Höhen geht. Das funktioniert auch wirklich gut. Ich habe damit wirklich schon große Modelle auch gedruckt. Beim Kleinen ist das natürlich nicht notwendig. Ansonsten ist das hier aber auch sehr, sehr stabil aufgehängt. So, bevor das Ganze losgeht, machen wir hier einmal noch unsere Druckbetten sauber. Das mache ich mit Isopropanol-Spray. Das ist immer ganz, ganz hilfreich, weil das alles so ein bisschen anlöst und vor allen Dingen das Ganze auch fettfrei macht. Denn wenn ihr dann natürlich rumtapst irgendwie mit euren Fingern, solltet ihr das natürlich auch wieder wegbekommen. Und das geht mit Isopropanol, sprich Alkohol, natürlich dann am besten. Und das machen wir hier dann eben auch nochmal schnell sauber. So, der Rest verdunstet dann. Am besten nehmt ihr irgendwie Mikrofasertuch oder hier wie ich hier einfach so Küchenpapier. Das funktioniert also auch. Aber grundsätzlich solltet ihr immer darauf achten, dass eure Oberflächen dann eben sauber sind. Und das solltet ihr nach jedem Druck oder jedem zweiten, dritten Druck auf jeden Fall mal machen. Noch ein Wort zum Lösen von den Drucken, von den Oberflächen. Es ist natürlich hier ein bisschen einfacher, weil das magnetisch ist. Das kann ich dann biegen. Glas kann ich nicht biegen. Da habe ich mitunter dann Probleme, auch mit einem Spachtel. Meistens liegt es dann daran, dass das Hotbed noch nicht ganz erkaltet ist. Ihr könnt euch damit behelfen, indem ihr hier dann so ein Druckluftspray, wie das hier von AGT zum Beispiel, dafür nutzt, das Ganze runter zu kühlen. Das mache ich also ganz gerne. Kostet ja auch nicht viel, so ein Spray, und hält auf jeden Fall auch ewig. Und damit könnt ihr dann Teile dann runterkühlen und dann bekommt ihr das sicherlich wesentlich besser ab. Könnt ihr ja einfach mal ausprobieren. Ja, bei beiden Druckern ist das so, wenn ihr Ultimate Cura euch runterladet von der Hersteller-Homepage, könnt ihr den Drucker hier direkt integrieren. Das heißt, Add a Non-Network Printer geht dann hier in diesem Fall, mache ich jetzt erstmal den kleinen hier rein, Longa LK4X. Dann gehen wir auf Next und dann sehen wir, werden hier alle Einstellungen, die notwendig sind für den Drucker, schon automatisch übernommen. Und Cura hat jetzt noch angezeigt in der neuesten Version, ich habe jetzt hier 4.11 runtergeladen oder 4.21 müsste das sein. Ist nicht die neueste Version, aber grundsätzlich funktioniert das natürlich hier dann pro Version nochmal so ein bisschen besser, sagt zumindest Cura. So sieht das Ganze dann aus, wenn ihr fertig seid. Ihr habt hier die Druckoberfläche, könnt hier oben noch die Einstellungen dann vornehmen. Grundsätzlich passt das schon erstmal, aber ihr könnt hier noch sehr, sehr viel selber, wenn ihr auf Customs klickt, dann noch damit dann einstellen, zum Beispiel die Geschwindigkeit und das Material und welche Temperatur gedruckt werden soll, wie viel Infill gemacht wird, also wie viel die Stützstruktur beträgt und, und. Das ist eigentlich bei den meisten Druckern dann gleich. Das heißt, von der Einstellungssache her, ihr müsst dann ungefähr die gleichen Einstellungen vornehmen. Es gibt natürlich Geräte mit Doppel-Extruder, die brauchen dann ein bisschen mehr an Know-how. Das geht jetzt nicht so von Anfang an, sage ich mal. Da müsst ihr so ein bisschen reinfuchsen. Vielleicht, es gibt ja bei YouTube sicherlich auch für das Programm einige Videos, wo man sich dann mal anschauen kann, wie man das Ganze dann benutzt. Ich habe jetzt hier mal ein vorgefertigtes Modell. Das sieht so aus. Das ist jetzt eine Vase. Das wollte ich jetzt eigentlich mal auf beiden Druckern gleichzeitig ausgeben. Das ist ein vorgefertigtes Modell, das gibt es in den Programmbibliotheken und grundsätzlich könnt ihr das dann, wie gesagt, kostenlos die meisten Sachen runterladen oder eben gegen Bezahlung. Jetzt müssen wir das hier einmal
kurz drehen, dass wir das hier hochkant machen. Das kann man also alles in Cura selbst machen. Und ihr seht jetzt, jetzt steht das Ganze hier auf der Oberfläche. Und dann kann man das Ganze natürlich auch noch skalieren und der Größe ändern etc. Wenn ich dann jetzt hier sage, das Ganze soll nur 50% groß sein, dann wird die Vase automatisch etwas kleiner. Reicht uns wahrscheinlich jetzt auch erstmal aus. Und wenn wir damit fertig sind, gehen wir hier unten auf Slice, können natürlich hier noch die ganzen Einstellungen vornehmen, wie die Wanddicke ist und was jetzt mit der Kühlung sein sollte. Da müsst ihr euch so ein bisschen reinfuchsen. Was hier grundsätzlich mit dem Support ist, das heißt hier Stützstrukturen, das brauchen wir in diesem Fall auch nicht. Man sagt immer, bei Überhängen braucht man dann noch gewisse Stützstrukturen oder ähnliches. Aber grundsätzlich seht ihr, hier ist eigentlich jetzt alles im grünen Bereich. Ansonsten sagt uns das Programm, ah, da ist was rot, da musst du nochmal gucken. Und darauf könnt ihr euch bei Cura eigentlich immer ganz gut verlassen. Wenn irgendwo was Rotes angezeigt wird, dann sollte man das nochmal überprüfen. Dann gehen wir hier auf Slice, speichern das Ganze auf der Speicherkarte ab und legen das dann in den jeweiligen Drucker. So, und jetzt habe ich auf beiden Druckern einmal die Karte wieder eingelegt und habe jetzt den Druck gestartet. Jetzt heizen beide auf und werden dann sofort mit dem Druck beginnen. Dieses Video wird euch präsentiert von PCBWay.com. PCBWay.com ist ein professioneller Multi-Anbieter, zum Beispiel zur Herstellung von bestückten und unbestückten Leiterplatten, CNC-Bearbeitung und 3D-Drucken nach euren Vorgaben und das zu besonders fairen Konditionen auch bei Einzelstücken. Ihr gebt lediglich eure Vorgaben online ein oder ladet eure Entwürfe hoch. Bezahlt werden kann mit allen Standard-Zahlmethoden, einschließlich PayPal. Die Lieferung erfolgt schnell und unkompliziert mit gängigen Frachtführern. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. So, dann schaut euch hier mal das fertige Ergebnis an. Das hat also der kleine Drucker hier zustande gebracht. Alles wirklich sauber, wie ich schon im anderen Video gesagt habe. Das kann man auch noch optimieren, indem man mehr auf das Filament eingeht. Das heißt, genau die technischen Daten nimmt, die das Filament dann auch verlangt. Einmal von der Betttemperatur und einmal von der Düsentemperatur her. Und hier habe ich das natürlich alles auf Standard gelassen. Das heißt 200 Grad und 60 Grad. Und da kann man eben, wie gesagt, noch so ein bisschen mit feilen. Das Ganze sieht man hier, was passiert, wenn man wirklich billiges Filament nimmt. Dieses Filament ist übrigens Amazon Basic Filament. Das ist ein günstiges Filament. Je teurer das Filament ist, naja, kann man eigentlich auch nicht sagen. Ihr müsst halt irgendwie ein bisschen ausprobieren mit den Filamentsorten. Manch ein Filament geht mit dem Drucker besser, manch eins mit dem. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man ein bisschen hochwertigeres Filament nimmt, dann hat man weniger Probleme. Aber ihr seht auch, mit günstigem Filament kann man hier dolle was ausrichten. Das hier war sehr, sehr günstiges Filament. Das ist sogar B-Ware. Und das seht ihr daran, dass hier sogar verschiedene Farbkleckse mit drin sind. Das kann dadurch herrühren, dass das Filament, die Spule, dann wesentlich dünner wird an einer Stelle und dadurch dann das Filament sogar verbrennt vielleicht. Oder dass hier irgendwelche Farbkleckse von irgendwelchen anderen Filamenten
Filamenten noch drin sind, dass das einfach schon im Herstellungsprozess der Fall gewesen ist. Ansonsten ist das hier auch ein sauberer Druck. Ein bisschen was ist jetzt hier daneben gegangen von Filament. Das meine ich dann eben, wenn da irgendwie noch Lufteinschlüsse sind oder wenn da vielleicht irgendwie das Filament schon irgendwie Feuchtigkeit gezogen hat oder sowas. Dann kann sowas hier vorkommen. Das kann natürlich dann auch irgendwann mit diesem Filament vorkommen. Deswegen schweißt euer Filament wieder ein. Es gibt so Vakuumierer oder sowas. Und dann solltet ihr die Filamente, wenn ihr sie benutzt habt und ein bisschen länger nicht benutzen möchtet, dann auf jeden Fall auch wieder einschweißen, dass die luftdicht abgeschlossen sind. Ja, was man auch gesehen hat, ist, dass der Drucker hier deutlich schneller fertig war. Das liegt jetzt vor allen Dingen hier dran, auch dass der vorher nochmal einen Auto-Leveling-Prozess durchlaufen hat. Aber grundsätzlich habt ihr gesehen, einfach die Karte rein, starten und schon wird das Ganze ausgedruckt. Und man kann sicherlich, wenn wir uns das jetzt hier oben mal wegdenken, was nicht des Druckers Problem ist, sondern vielmehr das Filament, was ich da verwendet habe. B-Ware, wie gesagt, wie man schon sagt, wenn man es auf Englisch liest, beware. Okay, dann weiß man eigentlich Bescheid, dass man eigentlich davon die Finger lassen sollte, werde ich dann jetzt auch nicht mehr so bestellen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr auch schon mal Probleme hattet mit irgendwelchen Filamentsorten. Ja, jetzt habt ihr den Vergleich gesehen, selber müsst ihr euch entscheiden. Ich denke mal, der Hauptunterschiedsgrund liegt einfach in der Größe oder in der Modellgröße, die man mit den beiden Geräten herstellen kann. Und ansonsten habe ich euch die Unterschiede erklärt. Wenn euch das Video dazu weitergeholfen hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.